Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg Zockt. So, es regnet und wir sind auf dem Weg zu einem Nest und danach zu einem Unfall. Ja, wir sind zwar nicht von der Polizei, aber wir wollen uns das jetzt mal ansehen. Und ja, danach gehen wir dann mal unsere Sachen verkaufen, die wir in der letzten Folge so schön zusammengeklaut haben. Es gibt halt tatsächlich hier mit Tausende von Merkon-Euro-Drohnen oder Drohnen, sage ich schon. Wie sind die Teile? Drachmen hießen die. Die gibt es halt leider nicht. Oh, du hast entdeckt Schmied. Aber da könnte man doch eigentlich noch kurz... Man wird hier aber auch dauernd abgelenkt. Mal kurz absteigen. So, weil wir hätten hier schon noch das eine andere, was wir... Oh Gott, wir kommen ja nicht vorwärts. Ist hier gerade jemand? Ja, wir gucken mal. Verkauft der was oder repariert der oder was macht der? Glück. Hallo Schmied. Hallöchen. Lass uns handeln. Ach, dem könnten wir auch Sachen verkaufen. Aber da müssen wir aufpassen. Die geklauten Sachen wahrscheinlich nicht. Reparatur. Zum Beispiel die Jagdhandschuhe. Was würde das kosten? Nehmen wir mal. Ne, nicht alles auswählen. Ach, der kann die Jagdhandschuhe nicht reparieren. Ja, ist irgendwie auch klar. Das ist wahrscheinlich Leder und nicht Metall. Aber sowas könnte er reparieren. Ne, auch nicht. Alles auswählen. Hä? Warum kriege ich das nicht repariert hier? Macht er keine kumanischen Teile? E auswählen. Nee, ich möchte doch nicht alles repariert haben, um Himmels Willen. Das kann ja keiner bezahlen. Nee, möchte ich nicht. Du zahlst 154, wobei, dann hätten wir alles mal repariert. Das wäre auch nicht so schlecht. Dann hat es wahrscheinlich auch mehr Wert, wenn wir es verkaufen. Abgesehen davon, dass es uns natürlich auch dient. Wir falschen mal, weil ich hätte gedacht, dass das teurer ist. Lässt sich was am Preis machen? Aber natürlich. Selbstverständlich. So, mal gucken. Wir würden bezahlen 140, würde ich vorschlagen. Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Ich mag das Handeln fast. Oder das Feilschen. Also das Handeln auch. Okay, die 150 kriegst du. Einverstanden. Sauber, dann haben wir nämlich wieder lauter ganze Sachen. Wir gehen mal. Und gucken mal hier rein. Jawohl, 100, 100, 100. Ach, ist das nicht schön. Hat er jetzt doch die Handschuhe auch, tatsächlich. Hat er auch repariert. Eben, das Gute ist, die können wir natürlich teurer verkaufen, wenn sie wieder heile sind, die ganzen Sachen. So, jetzt lassen wir uns aber nicht mehr die ganze Zeit ablenken, denn sonst dauert es 2 Folgen, bis wir da sind, wo wir hin wollten. Ist das überhaupt der richtige Weg, mehr oder weniger? Jawohl, Richtung... Nee, der ist ja völlig falsch. Wir reiten in die falsche Richtung. Mann, heisi. Entweder reitest du irgendwo hin, obwohl du gar nicht musst. Wie bei Herrn Ratzig. Oder sonst reitest du in die falsche Richtung. Ist ja schon nicht schlecht. Aber egal, guck mal, jetzt hat das doch noch was gebracht. Wir haben nämlich wieder lauter, ja, heile Sachen. Und ja, ich geb's zu, ich reite halt auch gern. Aber das ist nicht der Grund, warum wir in die falsche Richtung geritten sind. Da ist der Grund, ja, dass hier halt der Herr Heisenberg sitzt, der bekanntermaßen mit Pfadfindergehen nicht viel anfangen kann oder schlicht und einfach keine besitzt. Hallöchen, guten Morgen, der Herr. So. Ach, schön. Habe ich schon mal gesagt, das? Ja, habe ich schon mal gesagt. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe diese Grafik. Es ist einfach, ja, wie soll ich sagen? Also das ist schon ein Spiel, was irgendwie auch einen Maßstab setzt für spätere Spiele, finde ich. Mal gucken, wo wir noch hingehen mit all den Spielen. Ich bin ja sehr gespannt. So, wo muss ich denn jetzt lang? Man lasse mich nochmal gucken. Im Prinzip geradeaus. Das wäre dann hier. Dann sind wir eigentlich wieder beim Schloss. Geht's denn hier hinten auch noch weiter? Müsste ja. Theoretisch. Achtung, Pferd mit Reiter. Schwer beladen. Die anderen beiden sitzen auch immer noch da. Ja, in die Richtung geht's halt. Hier geht ja die Straße lang. Ist ja kein Ding. Da wird's Richtung Burg hochgehen. Wir wollen aber hier lang. Aber man merkt schon, Pebbles kämpft auch ein bisschen. Also irgendwie scheint Pebbles auch zu merken, dass wir schwer geladen haben. Und ich weiß nicht, ob... Also das Nest, das wehrt sich nicht. Da können wir problemlos eigentlich zuschlagen. Das müssen wir, glaube ich, nur finden dann. Aber bei diesem Unfallort, ich möchte natürlich schon nicht riskieren, dass wir jetzt irgendwie die ganze Beladung hier verlieren. Das hat jetzt auch eine Folge lang gedauert, dass wir das hatten. Was ist das hier? Auch ein Unfall? Hier findet man wahrscheinlich nichts drin. Das ist nicht der Unfall. Das ist irgendwas anderes. Wo geht's hin? Stimmt das, was wir machen? Nein, ist schon wieder falsch. Wir müssen hier runter. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt geht's querfeldein, Pebbles.
Zeig mal, was du drauf hast. So. Wie kann man denn nur ständig so falsch reiten? Ich weiß es auch nicht. Und hier sind wir dann doch wieder in einem weltlichen Gebiet. Hier hat es bestimmt wieder irgendwelche Kumanen und Co. Da müssen wir auch aufpassen. Wie gesagt, es tut nicht Not, dass wir unsere Sachen alle verlieren. Oh, aber schön hier. Das kleine Rinnsal. Und jetzt müsste es doch halbwegs zumindest stimmen. Hüpfen, hüpfen. Das hat wieder tierisch gut geklappt mit Hüpfen. Ja, wir üben noch. Aber Pebbles ist guter Dinge. Also das wird schon irgendwann funktionieren. So, wir müssen da lang. Müssen wir echt nochmal Richtung Wald. Jetzt müsste aber die Richtung stimmen. Wie kann man denn so falsch reiten? Wir müssen sogar durch den Wald durch, wenn man es genau nimmt. Sehe ich das richtig? Jawohl. Wir sind... Hä, Moment. Eigentlich wären wir hier schon fast beim Quest gewesen, wenn man es genau nimmt. Aber da möchte ich natürlich nicht so schwer beladen hin. Da möchte ich eben hin, wenn wir dann entsprechend ausgerüstet sind. Deswegen ja die ganze Aktion hier. Mit Sachen klauen und so weiter. Mit völlig überladen rumrennen. Deswegen diese Aktion, dass wir dann Rüstung kaufen können und dann eben entsprechend auch gewappnet sind, falls Gegenwehr auftaucht. Und ich nehme mal an. Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Oh. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Letztes Mal hatten wir Spaß. Okay, jetzt wollte ich gerade sagen, schade. Jetzt dachte ich, Quest sei verloren, wir seien zu spät. Aber das heißt, das wird jetzt erst ausgelöst. Ab sofort können wir Theresa wieder besuchen. Das werden wir natürlich auch tun. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? Machen wir eins am anderen oder machen wir nicht, dass das mit Theresa abläuft? Das können wir ja mal schnell gucken. Im Liebeswerden, da steht eigentlich nichts von wegen Zeit. Okay, halt, wenn wir doch gerade bei der Map waren. Ja, es bessert, aber das ist dann doch nochmal ein Stückchen, bis wir da sind. Das wäre dann in die Richtung. Und man muss tatsächlich aufpassen, dass man hier nicht irgendwie einen Quest reinreitet, wenn man das gar nicht möchte, weil überall ist irgendwas. So, Wäldchen Ahoi. Auch schön halt eben. Sie können Wald. Das habe ich ja schon mal gesagt. Was ist das hier? Interessanter Ort. Okay, ich lasse mich da nochmal kurz ablenken. Wer weiß, wann wir das nächste Mal hier sind. Kann man hier irgendwas machen? Gleich greift es uns an. Nein, können wir nicht. Okay, interessanter Ort. Was heißt das? Wahrscheinlich, wenn man hier ein bisschen rumguckt, dass man vielleicht noch irgendwas findet. Aber wir haben die Zeit nicht. So, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wenn wir hier wirklich die ganzen Sachen noch machen wollen. Es sind noch ein paar Meter. Ah, hier haben wir relativ freie Bahn. Man sieht es auch, Pebbles gibt dann doch anders Gas als noch vorher. Im Gebüsch drin. Mit Gebüschen hat das gute Pferd aber nicht so. So, hier geht sogar abwärts. Hier kannst du noch mehr Gas geben. Hui, da hüpft und macht und tut's. Das Tier. Oh, sieht das cool aus hier. Oh, ich möchte hier auch mal. Ich möchte mal hier sein. Vielleicht muss ich tatsächlich mal noch nach Böhmen. Da muss ich glatt husten vor lauter Begeisterung. So, hier geht's rüber. Boing, genau ins Geländer rein und dann ab in den Fluss. Ach, es ist aber auch mit dem Ziel so eine Sache. Und es gießt wieder. Hier einmal rüber und dann wieder in die Richtung. Und jetzt sollten wir doch, glaube ich, zumindest ungefähr in der Nähe sein. Hier haben wir noch eine Weggabelung, auch als Kreuzung bekannt. Ja, ein Momentchen dauert es noch bis hier unten. Das dauert sogar noch ein ordentliches Momentchen. Wo müssen wir lang? Hier. Das kontrolliere ich lieber nochmal. Ja, doch, das stimmt. Das führt nach Neuhof. Und dann ist es ja einfach der Weg zurück dann. So, jetzt hätten wir hier eigentlich das Ganze wieder... Also wieder Boden unter den Füßen ebnen, aber jetzt möchte das Pferd doch nicht. Pebbles denkt sich wahrscheinlich, jetzt bin ich dann langsam genug geritten mit diesen Tonnen, die wir hier rumtragen. Oh. Oh, oh. Heiliges bisschen. Stammen die aus Neuhof? Steht hier irgendwas? Nein, da hängen einfach mal ein paar Leute. Heiliges bisschen. Okay, nee, du hast entdeckt Unfallort. Ja, das ist aber kein Unfallort. Heiliges bisschen. Dann müssen wir aber zu diesem Unfallort hier unten nicht mehr gehen. Dann haben wir hier ja einen Unfallort. Okay, dann schauen wir mal, wenn wir absteigen, was passiert hier? Kann man das einfach betrachten und dann passiert sonst nichts mehr? Oder gibt es hier noch irgendwas zu holen oder zu finden oder zu suchen?
Sieht nicht so aus. Es sieht aber nur gruselig aus. Also ich möchte hier weg. Dass man die nicht runterschneiden kann. Ein Dolch hätten wir ja. Ich kontrolliere das nochmal schnell, was ich gerade gesagt habe. Waffen? Doch, Dolch haben wir. Kann man eben interessanterweise nicht ausrüsten. Gut, Unverlort hätten wir gesehen. Dann können wir das zweite Unverlort da vorne streichen. Dann gehen wir einfach noch Richtung Nest. Oh, jetzt ist aber wieder hier Vollgas angesagt. Sehr nett. Da vorne, das müsste Neuhof sein. Oder hätte ich bei der Straße besser gucken müssen? Ich meine, Unfallort. Vor allem, das ist ja kein Unfallort. Da hängen zwei Leute am Baum. Was hat dieses Spiel für komische Unfallorte? So. Nochmal kurz. Ne, da können wir eigentlich durchreiten. Wenn wir durchgeritten sind, gucken wir nochmal kurz auf die Map. Und eben, das Grundziel der ganzen Sache hier ist eigentlich jetzt nicht dieses Nest suchen, sondern natürlich zum Müller, wie hieß der? Weschniek oder irgendwie sowas. Dass wir zu dem kommen und die Sachen verticken können. Das ist das, was wir wollen. So, die stehen da immer noch. Da müssen wir mal in die Richtung. Ist wieder Autobahn, sehr schön. Jetzt nochmal kurz gucken. Ja, jetzt passt es langsam. Hier wollen wir hin. Da müsste dieses Nest sein. Finde ich gut, dass das dann doch eingezeichnet ist. Für Leute wie mich. Die... Oh, neue Stufe erreicht Reiten. Ich sag's doch. Statt immer schnell reisen, muss man halt auch mal reiten. Dann erreicht man hier auch neue Stufen. Eben dieses Nest. Weil ich hätte nie gewusst oder nie wieder gewusst, wo das ist. Ich weiß, dass wir welche entdeckt hatten. Aber das merkt man sich ja nicht, wenn man nicht weiß, wofür sie da sind. So, machen wir nochmal ein bisschen Gas hier, Kollege Pebbles. Also ist schon komisch, der Unterschied. Teilweise Hölle schnell und dann wieder eher langsam. Steht da ein Pferd? Da steht ein Pferd. Können wir das mitnehmen? Das sieht eigentlich relativ gut aus. Nee, das steht hier einfach. Was machst du denn hier? Hallo? Hast du keinen Besitzer? Hallo Pferdchen. Nee, hat keinen Besitzer. Aber können wir auch nicht reiten. Schade eigentlich. Aber guck mal, sobald Pebbles eine kleine Pause hat. Halt, wir müssen andersweitig reiten. Bin ich jetzt schon wieder dran vorbei. Sobald Pebbles ein bisschen Pause hat, rast er auch richtig gehend wieder. Da ist das Nest. Moment, das wäre doch hier oben, wo das Pferd steht. Echt jetzt? Irgendwo hier müsste ein Nest sein. Oder ist das auf dem Baum? Oh, ich sehe das Nest. Okay. Wir steigen mal ab. Wie kriege ich das runter? Ich würde mal sagen, am ehesten mit Pfeil und Bogen. Na, nimm Pfeil und Bogen. Haben wir nicht ausgerüstet. Spieler, Blödsinn, Inventar. Waffen. Langstreckenpfeil. Wir bräuchten hier einen rustikalen Eschenbogen. Schnappt ihr das Teil und dann mal gucken, ob wir das Ding treffen. Hast du nicht genommen? Jetzt haben wir ihn. So, getroffen hätten wir es. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Ein Spinnennetz. Ach du grüne Neune. Okay, man kann halt Glück haben und auch ein bisschen Pech. Jetzt hatten wir Pech. Weil da kann eben auch mal Schmuck oder Geld drin sein. Okay, dieses Nest hätten wir geplündert. Kann man das vielleicht irgendwie markieren, dass wir das geplündert haben? Nee, aber wir müssen es uns halt einfach merken. Gut, wo wollten wir denn hin? Eigentlich wollten wir hier unten hin, genau, zum Müller Wojciech, hieß der gute Mann. Das heißt, wir müssen quer rüber. Hier lang. Okay, bewaffnet mit dem Bogen. Können wir eigentlich wegstecken. Okay, weiß nicht, ob das was bringt, von wegen, dass wir ein bisschen schneller sind. Ich glaube nicht, aber... Egal, wir brauchen hier auf dem Pferd keinen Bogen. Ich würde sowieso nichts treffen. In Bewegung mit Pfeil und Bogen? Nö. Kaum. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber das Vogelnest habe ich ja jetzt doch relativ einfach erwischt. Ja, typisch, dass da nichts drin ist. Blöd gelaufen. So, wieder einmal durch den Wald durch. Ordentlich Wald gesehen heute. Schade, dass man Wald nicht skillen kann. Da müssten wir relativ weit sein. So, und der Müller, der ist ja irgendwie eher an einem Fluss. Oh mein Gott, Pebbles, überleben wir das? Das geht ja hier runter, als gäbe es keinen Morgen mehr. Boah, mit Hüpfen. Da macht das Tierchen gut. Ist ein braves Tierchen. Ja, das gibt nochmal eine extra Fuhre Hafer. Wir sind ja nicht so.
Da vorne müsste eh der Müller schon sein. Hier hätten wir gerne nochmal, dass du hüpfst. Na, das hat ja tierisch geklappt. Da, oh. Hallo. Da ist überhaupt nichts gehüpft. Weder das Pferd noch wir. So, passt das, wenn wir hier lang reiten? Das müsste eigentlich passen. Hier unten müsste er sein. Heinrich, schön, dass du da bist. Ah, okay, da wird man gleich mal fröhlich begrüßt. Hallo, bist du Kollege? Jawohl, du bist Kollege. Wir verkaufen erstmal, was wir alles an Bord haben. Nee, nicht stehlen, um Gottes Willen, reden. Beste Grüße. Beste Grüße. Die gestohlene Ware verkaufen. Kann ich dir gestohlene Ware verkaufen? Müssen wir nicht mehr fragen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha, mal sehen, was wir da machen können. Ja, lass uns mal sehen. Ist das alles, was du nimmst? Das kann aber nicht wirklich wahr sein. Waffen? Nee, verkaufen wollten wir. Genau, kaufen könnten wir. Nochmal gucken, Dietriche, eine Schatzkarte. Wer braucht Schlüssel, ein Buch? Brauchen wir im Moment nicht, wir verkaufen mal. Die Schulterplatten. Die haben dann doch eine gewisse Auswirkung hier. Moment, nicht verkaufen, nein, Moment. Warenkorb prüfen. Die wollen wir wieder raus haben. Die wollte ich ja nicht anziehen, aber dafür müsste man im anderen Menü sein, ganz klar. Also verkaufen. Stiefel, Arbeitsstiefel, billiger Wein. Den können wir in den Warenkorb tun. Dolch brauchen wir. Fackeln, würde ich mal sagen. Mal zwei Stück weg. Fliegenpilz brauchen wir nicht. Die Beinlinge brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir brauchen nicht so viele gepolsterte Bunthauben. Gewöhnliche Beckenhaube brauchen wir eigentlich auch nur einmal. Falls überhaupt. Ein grüner Händlerhut, das ist ja nett. Den behalten wir. Holzkohle. Ja, kannst du haben. Hundeleder kannst du haben. Gleich nochmal. Moment, hätte man noch einstellen müssen. Jagdhandschuhe brauchen wir auch nicht zweimal. Der Gegenstand ist ausgerüstet. Dann verkaufen wir die hier. Käse behalten wir mal. Kettenhaube tragen wir. Knüppel, Kohl lassen wir mal. Jetzt kommen wir nämlich zu den teureren Sachen hier unten. Die modischen roten Beinlinge, die geben ein bisschen Geld. Der Nackenschutz, den behalten wir mal. Retterschnaps brauchen wir. Bogen brauchen wir auch nicht so viele. Den noch weg. Ein Hornstrauchbogen. Schafsleder. Schild lassen wir. Schwarze Purpoint. Oh, das gibt Geld. Okay, der Wappenrock. Der kommt auch weg. Und jetzt kommen hier doch langsam diese Kleider. Kann ich nicht verkaufen. Doch, kann ich verkaufen. Moment. Doch, geht. Ist aber irgendwie komisch ausgegraut. Warenkorb. Jetzt habe ich, glaube ich, zwei, drei Sachen reingetan, die ich nicht wollte. Nee, passt eigentlich alles. Okay, was gäbe das an Geld? 669. Das ist all das. Das ist mir aber zu wenig, muss ich sagen. Können wir noch was verkaufen? Was gäbe noch Geld? Das Knappenschwert. Ja, das brauchen wir natürlich. Streitkolben. Das sind alles Sachen, die wir brauchen. Wir gehen mal nochmal alles kurz durch. Ja, die wollen wir eben behalten. Die Beinlinge, die geben hier ordentlich Kohle, sehe ich gerade. Die haben wir ja nicht. Doch, die haben wir eigentlich an. Warum sind die hier nicht? Wir verkaufen die. Was soll's, wenn es so viel Geld gibt? Was hat auch noch viel Wert? Die Kettenhaube. Okay, das sind aber eben Sachen, die wir behalten. Knüppel haben wir 31. Die schmeißen wir mal weg, die Knüppel. Das gibt auch wieder. Da sind wir schon bei 800. Okay, jetzt bessert's langsam. Nochmal einen Eschenbogen weg. Streitkolben, wie gesagt, brauchen wir. Und ansonsten, okay, jetzt passt's. Warenkorb. Alle. Und dann wollen wir noch kurz feilschen. Natürlich, wir sind ja nicht so. Lässt sich was am Preis machen? Jawohl. Nun, versuchen wir es. Versuchen wir es. Wir hätten gerne, statt 900, hätten wir gerne, nee, nicht 800, sondern 49, würde ich mal sagen. Ja. Bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ach. Oh Gott, hätte ich mal gespeichert, dann hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr verlangt. Kann es sein, dass wenn die Beträge höher sind, dass man dann auch ein bisschen höher gehen kann noch? Ich rede mal nochmal mit dem. Wir könnten nochmal üben, dass wir ein bisschen heimlicher werden. Das würde uns, glaube ich, 60 kosten. Ich guck mal schnell. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Vielleicht können wir jetzt sogar eine andere Stufe nehmen. Genau.
Erfordert Stufe 10. Können wir das schon? Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Ah, nee, geht nicht. Okay. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Ja, doch, das wollen wir ja eben. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Hä, hey, hallo? Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Doch, möchte ich. Warum macht er das denn nicht? Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was ja, das hatten wir. Kollege, irgendwie das funktioniert nicht. Wir können hier nichts erlernen. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Nee, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht, komischerweise. Okay, gut. Dann eben nicht. Ich denke darüber nach. Weiß nicht, was da nicht geklappt hat. Ich versuch's mal nochmal, ob das irgendwie buggy war oder war ich zu doof. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen Selbstverständlich. Okay, etwas fortgeschritten. Erfordert Stufe 5. Das haben wir halt wahrscheinlich ich schon. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die... Okay, das geht nicht und das geht halt eben ich auch nicht. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du... Okay, dann geht aber das hier wahrscheinlich auch nicht. Ich will ein Meister werden. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Okay, nee, geht nicht. Wir können uns hier nicht skillen. Schade. Aber okay. Ich denke darüber nach. Dafür haben wir ein paar Sachen vertickt und wir haben endlich Kohle. Das ist doch auch schön. Jetzt kontrollieren wir das nochmal schnell. Wir sind immer noch leicht überladen. Oh, Kollege Pferd hat ja auch noch Sachen. Ich äumel. Seht ihr, da hätte ich es fast vergessen. Die Sachen brauchen wir natürlich auch. Pferd. Dornkeule. Oh, da haben wir nämlich ordentlich... Ich habe mich eh gerade gefragt, wo haben wir denn die Schilde? Wir hatten doch noch Schilde. Okay, ins Inventar mit X. Geht nicht. Warum kriege ich das jetzt nicht ins Inventar? Oh, was ist denn das jetzt wieder? Ich möchte es nicht fallen lassen. Ich möchte es in meinem Inventar haben. Rüstung. Geht nicht. Fallen lassen. Warum kann ich das jetzt nicht aus dem Pferd rausnehmen? Sozusagen, also aus... Aus dem Inventar raus. Ins Inventar fallen lassen. Hä? Ich bin doch bei Pferd. Ins Inventar. Eben. Ach, muss ich da raufklicken? Nee, Moment. Annehmen? Doch, tatsächlich. Okay, machen wir das eben so. Mit X hat es hier mir nicht funktioniert. Wenn ich X drücke, dann möchte er hier auf fallen lassen gehen. Ganz interessant. So, okay. Okay, Pferd wäre auch wieder... besser unterwegs. Wir schleichen immer noch. Aber jetzt können wir dem natürlich die ganzen anderen Sachen noch andrehen, die wir hier haben. Nahrung. Äpfel bringen nix. Retterschnaps brauchen wir. Wildschweinfleisch. Das kannst du gerne haben. Nicht in die Satteltasche. Moment. Hä? Jetzt habe ich aber ein Durcheinander. Wir stehen doch nicht vorm Pferd. Wir stehen... Ach so, vielleicht erst reden mit ihm. Herr Heisenberg. So, gestohlene Ware verkaufen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Wir stehen doch nicht vorm Pferd. Zum Glück hat er das nicht gehört. Der würde nie wieder irgendwas mit uns nichts mehr kaufen, nicht mehr handeln. Waffen und so weiter. Wo hatten wir das hier? Schild. Das wäre mal das hier. Dann würde ich sagen, das kommt auch weg. Und wo war jetzt das Teil, was noch so viel Wert hat? Bei der Rüstung wahrscheinlich. Beinlinge, gewöhnliche Beckenhaube, grünes Hemd, kumanische Reiterbeinlinge, die haben wir. Leicht gepolsterte Rüstung, nee. Wo ist denn das Teil, was so viel Wert hatte, das jetzt beim Pferd noch war? Die alten Schulterplatten, nee, die möchte ich eben nicht weg haben. Wir gucken nochmal hier. Arbeitsstiefel, Armschienen, Dietriche brauchen wir alle. Dornkeule. Haben wir zwei? Ach, jetzt. Okay, da möchte ich eine weg haben. Fackel lassen wir. Schaden 3. Okay, grüner Händlerhut. Ne, den möchte ich halt tatsächlich behalten. Kettenhemd. Das tragen wir. Nappenschwert, wie gesagt, auch. Ich frage mich schon, wo die Sachen jetzt sind. Habe ich die fallen gelassen, statt dass ich sie genommen habe? Gehen wir nochmal schnell gucken. Moment, wir möchten den Warenkorb prüfen. Ja, das gibt ja doch auch nochmal was. Jetzt werde ich aber beim Falschen ein bisschen übertreiben. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Weil wenn der vorher so entgegengekommen ist, mal gucken, ob er jetzt nochmal entsprechend entgegenkommt. Halt, falsche Richtung. Ach, der Händler hat nicht mehr Geld, okay. Zufrieden? Schon besser. Ja, okay, jetzt möchte er nicht mehr. Jetzt möchte er auch falschen, der gute Mann.
Dann machen wir 69,5. Das müsste okay sein. Ja, das sollte passen. Okay, bestens. Nicht nur das. Jetzt muss ich aber doch nochmal schnell gucken. Haben wir hier irgendwas fallen gelassen? Nein, ich dachte, wir hätten noch ganz andere Sachen hier beim Pferd gehabt. Nee, da ist nichts mehr. Gut, okay. Wir haben 1200. Das heißt, damit können wir noch was kaufen. Wir sind aber immer noch überladen. Und statt, dass wir jetzt wieder alles aufs Pferd ummünzen, ja, auch wenn es jetzt das dritte Mal ist, ich weiß. Aber wir verkaufen dem doch noch ein bisschen mehr. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Wir müssen vom Gewicht runterkommen. Haben wir denn von irgendwas ganz viele? Ja, Dietrich, aber die haben ja kein Gewicht. Das kann ja nicht sein. Gewöhnliche Becken haben. Holzkohle haben wir doch hier zum Beispiel noch. Die brauchen wir definitiv nicht. Hundeleder brauchen wir auch nicht. So, hat zwar auch kein Gewicht, sieht man hier. Was ist denn hier so schwer? Heiliges Bisch. Haben wir das Schild noch? Ne, ich kaufe. Moment. Oh Gott. Ja, es ist schon wieder spät in der Nacht, liebe Freunde. Danke für euer Verständnis. verkaufen. Wäre dann eher angebracht. Nachthemd. Wo haben wir denn das her? Verkaufen Nachthemd? Ne, dann können wir nicht mehr schlafen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber was haben wir hier, was Gewicht hat? 130 Spitzpfeile. Die wollte ich zwar nicht alle verkaufen, aber okay, ich dachte, da hätten wir... Nee, das war der Schaden. Ja, ich merke schon. Ich glaube, ich muss ins Bett. Das bringt hier gar nichts mehr. Ich verunstalte alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Mit völligem Blö. komisch. Naja. Ja, wir lassen's. Aber was machen wir? Dann gehen wir das anders an. Nämlich... nein, möchte ich nicht. Ich möchte den Warenkorb sehen. Kaufen Holzkohle. Nein, das können wir eigentlich entfernen. Entfernen. Okay. Entfernen. Auch entfernen. Sondern wir machen das anders. Wir geben Pebbles hier mal noch mal ein bisschen was mit. So, dass wir eben einfach nicht mehr überladen sind. So, kann ich das auch, wenn ich hier oben sitze? Müsste eigentlich auch funktionieren. In die Satteltasche. Okay. Mal sicher die Knüppel. Da haben wir 5 Stück. Ja, machen wir mal alle 5. Ja, das hat auch noch nicht viel gebracht. Dornkeule. Decken wir die mal in die Satteltasche. Okay, schon ein bisschen besser. Hier an Rüstung haben wir sicherlich noch das eine oder andere Schwere. Ja, die Kettenhaube, aber die tragen wir, die müssen wir lassen. Kettenhemd. Gewicht 19 tragen wir halt auch. Den Nackenschutz tragen wir nicht. Sollen wir den mal noch reintun? Okay, haben wir da 2 von denen? Okay, sehr gut. Wenn mal was kaputt ist, ist in Ordnung. Satteltasche. 134, wir kommen hier irgendwie, glaube ich. Doch, mit der leicht gepolsterten Rüstung. Da kommen wir hier ein bisschen näher. Beckenhaube machen wir auch mal noch weg. 118, es bessert ganz langsam best. Die Stiefel noch weg. Und die Schulterplatten, die wollte ich halt anziehen. Okay, dann haben wir die hier oben. Statt den Armschienen hätten wir die, aber die haben mehr Schutz. Das ist in Ordnung. Die Arbeitsstiefel tragen wir. Jetzt müssten wir doch irgendwie dann langsam... Da haben wir wieder nichts mit Gewicht. Die Sachen haben auch kein Gewicht. Sonstiges hätten wir noch. Hat hier irgendwas viel Gewicht? Nein. Primär die Waffen. Ganz klar. Noch eine Fackel. In die Satteltasche, aber nur eine, weil eine brauchen wir, wenn es Nacht wird. 114, das reicht halt immer noch nicht. Das reicht bei weitem nicht. Was haben wir denn hier noch Schweres? Dann kommst du da noch rein. 109. Und jetzt von der Rüstung nochmal Sachen. Dann kommen die Armschienen da rein. Den Ring behalten wir. Die Hosen kommen da rein. Und so nähern wir uns dann doch langsam an. Kettenhaube ist weg. Okay, 101 von 101. Die Schuhe hier noch rein. Nee, geht nicht. Den Händlerhut. Okay, jetzt schau an. Hurra, hurra. Hätten wir es doch noch geschafft. Da sind wir nicht mehr überladen. Bestens. Dann würde ich sagen, wir könnten hier weiter. Da muss ich mal schauen, was wir hier oben haben. Während gerade mein Handy wieder bimmelt. Ich hoffe, man hört das nicht. Wir wollten. Wohin wollten wir denn?
der Quest folgen? Nein, wir wollten Rüstung kaufen. Das wäre hier beim unteren Tor von Rattai. Da können wir mit der Schnellreise hin. In der Hoffnung, dass wir nicht überfallen werden. Und danach gehe ich echt schlafen, weil das war jetzt irgendwie ganz komisch. Plötzlich Blackout, keine Ahnung mehr, was ich mache. Das kenne ich nur von, wenn ich wirklich völlig übernächtig bin. Gut, wir wären in Rattai. Na, immer noch Huddelwetter, wie es so schön heißt. So, und hier oben würden wir dann gerne zum Kollegen Rüstungsschmied düsen. Das machen wir gleich mal mit Pferdchen. Einmal um eine Kurve und hier haben wir den Rüstungsschmieden. Okay, anhalten, absteigen und das machen wir aber in der Folge von morgen. Ich werde in der Zwischenzeit gehörig schlafen gehen. So, Pebbles und Heisi bzw. Pebbles und Heinrich sagen Tschüss. Schlaf gut oder genießt noch den Tag ein bisschen. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.